Euer Costa und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Leute, in der Menswear gibt es gewisse Teile, die gehören einfach in den Kleiderschrank. Die sollte jedermann haben. Das sind zum Teil ikonische Pieces, die einfach evergreen sind, die niemals aus der Mode kommen. Und dann gibt es natürlich noch Teile, die gerade im Trend sind. Und über diese Dinge möchte ich mit euch heute sprechen. Sind diese ikonischen oder teilweise trendigen Pieces überhaupt ihr Geld wert? Oder gibt es kostengünstigere Alternativen, die genauso ihren Zweck erfüllen? Darum soll es im heutigen Video gehen. Bei den Teilen, um die es heute gehen soll, handelt es sich zum Teil wirklich um ikonische Pieces, die schon eine lange Historie haben. Und es handelt sich noch um Pieces, die so in meiner Modewelt, ich sag mal in meiner Modebubble, die letzten paar Jahre stattgefunden haben und für mich einfach sehr wichtig waren. Und ich denke, die meisten, die diesen Kanal hier verfolgen, für die wird es ebenfalls wichtig gewesen sein. Und bevor wir viel Zeit verlieren, liked auf jeden Fall kurz das Video, abonniert den Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ihr wisst, auf diesem Kanal geht es immer um Menswear und Lifestyle. Ich will euch helfen, euch besser anzuziehen, deswegen seid auf jeden Fall am Start. So, und dann würde ich sagen, fangen wir an mit einem Piece, was bei mir auf jeden Fall in den letzten Jahren immer präsent war, was ich immer auf Social Media gesehen habe und was meiner Meinung nach immer noch stark am Start ist und ich denke, bei vielen aus dieser Modebubble auf jeden Fall eine Rolle spielt. Und zwar geht es um die Saint Laurent Teddyjacke. Für die, die nicht wissen, was ich meine, ich blende euch eben ein Bild ein und es ist ein sehr ikonisches Piece, weil es das schon ein paar Jahre gibt und ich sag mal, ich will nicht sagen, es ist die Mutter aller College-Jacken, weil College-Jacken gibt es natürlich schon sehr, sehr lange. Aber in dieser Menswear-Welt war das Ding auf jeden Fall die letzten Jahre extrem stark am Start. Und das Ding kostet 1600 Euro. Ich habe mir das vor 2 Jahren gekauft. Und die Frage, ob es sein Geld wert ist, ich würde sagen, nein. Die Qualität ist natürlich eine sehr gute, gar keine Frage. Die Jacke ist cool, alles gut. Aber 1600 Euro für so eine Jacke, also ihr findet wirklich vergleichbare Qualitäten, die kosten dann nur irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro, 250 Euro, vielleicht 400 Euro. Und ich muss einfach sagen, 1600 Euro ist definitiv überteuert. Das Ding gibt es bei Saint Laurent schon seit Jahren im Sortiment. Die nehmen das auch nicht raus, weil das, ich glaube, einer deren Bestseller ist. Ist natürlich verständlich. Aber ich würde nicht sagen, dass die Jacke ihr Geld wert ist. Wie ihr wisst, produziere ich auch selber Klamotten und ich kann euch sagen, Maximum, wirklich Maximum für so eine Qualität der Jacke, nicht mehr als 150 Euro in der Produktion. Sagen wir mal maximal 200 Euro, teurer wird so eine Jacke niemals gewesen sein und dann 1600 dafür zu verlangen, ist natürlich eine Stange Geld, was die meisten nicht haben. Deswegen würde ich sagen, ist nicht ihr Geld wert. Es gibt super viele Alternativen. Kürzlich hat Zara ein, ich will nicht sagen Rip-Off, weil es haben sich schon so viele an diesem Design bedient. Also Zara hat kürzlich was gelauncht, sieht sehr ähnlich aus, ich blende euch das ein. Natürlich findet ihr alle Alternativen unten in der Infobox, die Originale auch. Für dieses Geld kann man das auf jeden Fall machen, weil in der Mode geht es nicht immer nur um Brands, also für mich persönlich geht es nie um Brands. Es geht einfach um den Stil und um die Optik und die zu erzeugen. Und dafür muss einfach nicht die teuerste Brand am Start sein. Es geht am Ende um die Ästhetik und die sollte einfach passen. Und die kriegt ihr auch mit einer günstigeren Jacke. Ich werde euch auf jeden Fall ein paar coole College-Jacken raussuchen, die so in die Stilrichtung gehen. Was mich bei der Saint Laurent-Jacke halt auch noch so ein bisschen stört, ist, dass die relativ eng geschnitten ist. Ich meine, ich bin jetzt kein Brecher oder sonst irgendwas. Ich bin 1,79, wiege 79 Kilo und die Jacke ist in Größe 50. Es gibt nur noch 52, was größer wäre. Und ich sag mal, die ist schon sehr eng geschnitten, was die vom Styling her halt sehr beschränkt macht. Und das stört mich so ein bisschen, dass die wirklich sehr tight geschnitten ist. Auch immer, wenn man die von Saint Laurent gestylt sieht, sind es immer irgendwelche extremen Skinny Boys, die das Ganze tragen. Und von daher würde ich sagen, ist nicht ihr Geld wert. Da gibt es günstigere Alternativen, sind natürlich nicht genau die gleichen, aber erfüllen auch ihren Zweck. So, als nächstes kommen wir zu einem Teil, was definitiv jedermann in seinem Kleiderschrank haben sollte. Und zwar sind es ein paar weiße, flache, cleane Sneaker. Jedermann sollte ein solches Paar in seinem Kleiderschrank haben. Warum? Weil diese Schuhe einfach super vielfältig einsetzbar sind. Wer mich auf Instagram verfolgt, wer das noch nicht tut, checkt gerne ab. Wer mich auf Instagram verfolgt, der wird es bei mir so häufig sehen, weil ich eigentlich ausschließlich nur weiße Sneaker trage, weil diese auch am leichtesten zu kombinieren sind. Gerade weiße, clean Sneaker, so wie die, die ich euch jetzt hier einblende, gerade solche Teile kannst du einfach super vielfältig einsetzen, ob es zu Casual Looks ist, ob es zu schicken Looks ist. Bei Street Looks würde ich eher sagen, da würde ich auf eine bisschen dickere, klobigere Variante gehen. Aber gerade Casual und schickere Looks, da kannst du sowas einfach immer super einsetzen. Und ich sag mal, da ist die Mutter aller weißen Sneaker, die mir halt einfällt, der Common Project Achilles in Low. Kostet um die 300 Euro. Ich habe den als Hightop zu Hause. Ich muss sagen, die Qualität ist gut, ist in Ordnung.
Und für 300 Euro würde ich fast sagen, die Qualität ist irgendwo gerechtfertigt. Aber ich würde das Geld nicht nochmal ausgeben, weil ich habe ungelogen so viele weiße Sneaker zu Hause. Und es gibt günstigere Sneaker, die auf jeden Fall vom Qualitätslevel sehr ähnlich sind und ebenfalls einen sehr guten Job machen und auch optisch einen sehr guten Job machen. Da habe ich beispielsweise bei Nubik mit die besten Erfahrungen gemacht, weil meine weißen Lieblingssneaker sind beispielsweise von Nubik, kann ich euch nur ans Herz legen. Dann gibt es darüber hinaus noch bei H&M ein paar für 60 Euro. Das Ganze sieht so aus, ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu überbelichtet. So sieht das Ganze aus, sehr clean Ästhetik, Qualität ist super und 60 Euro, ich meine, also wer noch einen weißen Sneaker sucht, der nicht teuer sein soll und trotzdem eine sehr gute Quali hat, auf jeden Fall den H&M-Sneaker abchecken, ist definitiv mein Favorite für den Preis. Und dann gibt es unter anderem noch Brands wie, keine Ahnung, Studio Kopenhagen oder so, die auch sehr schöne, clean weiße Sneaker haben, die ihr mal abchecken könnt. Und deswegen finde ich einfach, dass man nicht so viel Geld für einen weißen Sneaker ausgeben muss. Also es muss nicht unbedingt der Common Project sein. Klar hat der nochmal diese kleinen Goldbuchstaben auf der Seite, diesen Zahlencode, das ihn so ein bisschen unique macht oder besonders macht und diesen Erkennungswert wiedergibt. Aber andererseits, ich finde, das Geld muss einfach nicht sein. Deswegen weiße Sneaker gibt es definitiv eine Menge Alternativen. Checkt auch hierzu gerne die Infobox ab. So, als nächstes kommen wir zu einem Teil, was in meiner Modewelt die letzten Jahre auf jeden Fall stark stattgefunden hat und auch schon eine lange Historie in der Mode hat. Und zwar geht es um Chelsea Boots. Bei Chelsea Boots würde ich persönlich sagen, dass es so mein Lieblingspaar an Boots ist, weil man sie einfach super cool stylen kann und ich diesen Look übertrieben liebe. Wenn es so Richtung Biker-Look geht, Richtung Bad-Boy-Look oder was auch immer mit einer coolen Bikerjacke, finde ich, es sieht einfach super geil aus, auch mit einem Mantel kombiniert. Also Chelsea Boots sind für mich persönlich einfach nicht wegzudenken aus meiner Modewelt. Und ich denke, die meisten von euch werden auch ein paar in ihrem Kleiderschrank haben. So, ikonisch für Chelsea Boots ist wieder Saint Laurent, die Wyatt Boots. Ich denke, jeder aus dieser Bubble hier kennt die Saint Laurent Wyatt Boots, kosten allerdings 800 Euro, was wieder eine Stange Geld ist. Wer hat schon 800 Euro, um sie für Schuhe auszugeben? Ich habe es mal getan, aber ich muss sagen, auch das habe ich extrem bereut, weil ich finde, dass es auch hier wieder super viele günstigere Alternativen gibt. Und deswegen müsst ihr keine 800 Euro für einen Saint Laurent Wyatt ausgeben, weil auf den ersten Blick erkennt man es eigentlich nicht mal, wenn du irgendein anderes Wildleder Chelsea Boots Paar trägst in diesem Cowboy-Look. Da gibt es so viele Alternativen, wovon ich euch auch ein paar zeigen möchte. Hier sind jetzt zum Beispiel zwei Chelsea Boots, die ich schon etwas länger habe. Das eine ist von ASOS Design, hat glaube ich, keine Ahnung, 70 Euro gekostet. Und der Schuh ist optimal. Der hat hinten einen Reißverschluss, was ich ganz cool finde. Und der hat halt diesen typischen Cowboy-Look mit dem Absatz. Und ich muss einfach sagen, für das Geld, ey, die Qualität ist wirklich super. Der ist extrem bequem. Und dann habe ich noch diesen Boot hier, den ich auch extrem feiere, wo jeder immer sagt, ey, ist das der Wyatt Boot? Ich sage, nee, es ist nicht der Wyatt Boot. Und zwar nennt sich die Marke Society und der Boot heißt irgendwie Harness Boot. Ich werde den verlinken, falls ich den finde, aber den habe ich mir schon vor längerer Zeit gekauft. Auch der hat hier einen Reißverschluss, was für den Einstieg in den Schuh natürlich immer sehr cool ist. Und auch hier gibt es wieder super viele Alternativen, ob man jetzt bei Steve Madden schaut, bei Shoe the Beer oder was auch immer. Es gibt so viele Marken, die coole Chelsea Boots anbieten und auch bei ASOS beispielsweise findet ihr super viele Paare. Ich hatte mal so einen ähnlichen auch von H&M gekauft, auch da gab es sowas. Also Chelsea Boots, da würde ich auch nicht so viel Geld ausgeben für, weil auch für 160 oder 170 oder 200 Euro findet man da so geile Dinger. Deswegen auch hier die 800 Euro völlig over the top, also muss man nicht bezahlen, würde ich auch niemals mehr machen. Von daher Chelsea Boots, checkt auf jeden Fall unten die Infobox ab. Ich habe ein paar coole für euch rausgesucht und damit könnt ihr auf jeden Fall styletechnisch was anfangen. So, als nächstes Teil geht es um die Bikerjacke. Auch die Bikerjacke, gerade schon erwähnt, gepaart mit Chelsea Boots, immer ein sehr geiler Look. Und die Bikerjacke ist natürlich auch ein ikonisches Menswear-Piece, was man mindestens in einer Ausführung in seinem Kleiderschrank haben sollte, finde ich. Und bei der Bikerjacke fällt mir jetzt ikonisch, sage ich jetzt mal, die Schott-Bikerjacke Perfecto oder Perfetto nennt die sich, keine Ahnung, wie man es genau ausspricht. Auf jeden Fall gibt es die Bikerjacke, kostet so um die 600 Euro und die ist wirklich so dieser klassische Biker-Style und die, finde ich, ist absolut ihr Geld wert. Ich habe die leider nur mal angezogen und von der Qualität gecheckt und ich muss sagen, für 600 Euro ist das eine sehr, sehr geile Jacke und 600 Euro für eine anständige Bikerjacke ist nicht viel Geld, weil in der Produktion kostet eine gute Bikerjacke
mindestens, also wirklich mindestens 200 Euro oder ich sag mal 150 bis 200, je nachdem, was für ein Leder verwendet wird etc. Aber eine gute Bikerjacke kostet schon relativ viel Geld und wenn da dann irgendwie 600 Euro verlangt werden, ist das einfach nicht viel und deswegen lohnt sich da auf jeden Fall das Geld auszugeben. Darüber hinaus gibt es natürlich auch günstigere Alternativen. H&M hat zwischendurch mal Premium-Qualität, also auch Leder, die dann 180 kosten. Auch die sind von der Quali super. Ich habe mir mal eine Wildlederjacke von H&M gekauft, in diesem Biker-Style. Eins meiner Lieblingsteile, wirklich eine sehr geile Jacke. Und es gibt natürlich auch viel teurere, beispielsweise wenn man jetzt wieder zu Saint Laurent geht, dann kostet so eine Bikerjacke 3000 Euro. Und ich meine, ganz ehrlich, 3000 Euro, never ever, muss man so viel Geld für eine Bikerjacke ausgeben. Klar sind die Teile irgendwie cool, aber wenn ich mir eine ikonisch holen würde, auf jeden Fall die Shot. Das ist auch so die mit der längsten Historie und da macht ihr definitiv nichts verkehrt. Und 600 Euro, wie gesagt, ein sehr fairer Preis, aber es gibt natürlich auch günstige Alternativen. Aber hier würde ich, wenn dann, auf Echtleder gehen, weil man so eine Jacke wirklich ein Leben lang tragen kann. Von daher macht ihr dann nichts verkehrt. So, dann kommen wir zu einem Teil, was bei mir auf jeden Fall die ganzen letzten Jahre jede Saison eine Rolle gespielt hat. Und zwar geht es um die Jeansjacke bzw. die Denimjacke. Jeder von euch wird sicherlich schon mal so ein Teil gehabt haben oder es schon mal gesehen haben. Das Standardding, was mir so einfällt, was ich auch am liebsten trage, ist einfach von Levi's die Truckerjacke. Kostet so um die 120 Euro, ich sag mal 100 bis 120 Euro, je nachdem, wo man die kauft. Und ich muss sagen, für den Preis, diese Jacke ist absolut ihr Geld wert. Ich habe, ich will nicht lügen, ich glaube 5 oder 6 Stück von Levi's, verschiedene Waschungen, verschiedene Fits, sage ich jetzt mal. Und ich liebe einfach jede einzelne davon, weil die Teile wirklich ihr Geld wert sind und einfach geil sind. Levi's, ich brauche euch nichts erzählen, die Qualität, gerade was Denim angeht, glaube, es ist so mit die Nummer 1 weltweit, beziehungsweise die bekannteste, hat schon eine super lange Geschichte und was Denim angeht, wissen die natürlich, was die machen. Und die Truckerjacke vom Fit ist ein Teil, was ich einfach geil finde. Gerade für den Bereich Casual ist das Ding einfach nicht wegzudenken, ob man es jetzt vielleicht mit einem Hoodie drunter layern möchte oder eher ein bisschen schicker oder mit einem Basic-T-Shirt, mit einer Chino-Hose. Es gibt so viele Styling-Varianten und ich finde einfach, eine Denimjacke gehört in jeden Männerkleiderschrank und da würde ich auch gar keine Alternative nehmen, sondern mir wirklich eine originale Levi's holen, weil die einfach am besten ist und ich finde 100 bis 120 Euro ist ein sehr gerechtfertigter Preis. Deswegen auf jeden Fall Levi's ist natürlich auch unten verlinkt. So, zu guter Letzt kommen wir noch zu einem Teil, was diesen Winter auf jeden Fall sehr stark in den Fokus geraten ist und zwar sind es diese Bottega Veneta Boots. Ich glaube Taya oder Luke, wie auch immer die sich nennen. Ich blende euch eben ein Bild ein. Habt ihr sicherlich alle schon mal gesehen oder vielleicht auch bei mir. Ich habe sie hier auf dem Kanal auch schon vorgestellt. Und auch da muss ich sagen, kosten um die 800 Euro. Und ich würde sagen, auch hier muss nicht unbedingt sein, weil es auch hier super viele Alternativen gibt. Egal bei welcher Brand man mittlerweile vorbeischaut, alle, die Schuhe machen, die auch Boots machen, haben solche Boots im Sortiment und das finde ich auch gut. Ich habe meine beispielsweise bei Zara geholt. Ich glaube, die haben 80, vielleicht auch 120, ich meine aber eher 80 gekostet. Und die Dinger sind extrem bequem, haben eine geile Qualität, sind aus echtem Leder und ja, sind vom Look her, von der Ästhetik her eigentlich genau dasselbe. Und von daher würde ich auch sagen, es lohnt sich einfach nicht 800 Euro für so ein Boot auszugeben, weil für diesen Look kann man einfach viele andere günstigere Boots kaufen. Und ich kann euch versichern, dass so eine Art Boot, die jetzt so im Trend ist, die wird einfach nicht Jahre überdauern. Also die wird dieses Jahr im Trend sein, die wird vielleicht auch nächstes Jahr cool sein, aber in 3, 4 Jahren vielleicht wirst du diesen Boot ansehen und sagen, ey, wieso habe ich mir den Scheiß gekauft? Und dann hast du einfach 800 Euro dafür ausgegeben. Und gerade bei solchen Pieces, die dann temporär im Trend sind, finde ich, lohnt es sich einfach nicht, so viel Geld auszugeben. Das soll auch das Learning aus diesem Video sein. Also Teile, die wirklich Evergreens sind, die ewig in der Mode bestehen bleiben, für die lohnt es sich einfach, mehr Geld auszugeben. Beispielsweise die Bikerjacke, weil die wirst du einfach viele Jahre lang tragen können. Oder eine Denimjacke, die kommen nicht aus der Mode. Oder du kaufst dir einen Trenchcoat, was auch immer. Sachen, die nicht aus der Mode kommen, für die kannst du einfach mal mehr Geld ausgeben, weil es sich da lohnt, gute Qualität zu haben. Und Sachen, die irgendwie nur gerade im Trend sind, da würde ich nicht unbedingt auf die Originals gehen, weil ich finde einfach, es lohnt sich meistens nicht, weil diese Sachen hat man sich schnell satt gesehen, die sind dann schnell zu oft zu sehen und mich persönlich nervt das einfach, wenn ich irgendwas zu oft sehe, will ich es selber gar nicht mehr tragen. Deswegen würde ich einfach sagen, gebt euer Geld für Trends dieser Art auf jeden Fall nicht aus und für Evergreens investiert da gerne ein bisschen mehr, weil es sich einfach lohnt. So, das war's auch von mir, Leute. Ihr findet natürlich alle Teile, die ich euch gezeigt habe, unten in der Infobox. Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Kanal supportet. Lasst ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.